360 Football hier mit einem neuen Video. Heute ein ganzes Stürmertraining, das heißt eine komplette Einheit von A bis Z, die du selbstständig durchführen kannst. Ich selber brauche jetzt zuerst noch den Pregame, habe sehr schlecht geschlafen, aber damit ich die Einheit trotzdem richtig durchziehen kann, Pregame für vor dem Spiel oder Training, damit ihr trotzdem 100% abrufen könnt. Legen wir direkt los mit dem Warm-up. Bevor wir hier mit der ersten Übung starten, machen wir hier noch etwas Lockeres. Wie man sieht, kann man etwas ohne Ball machen, mit Ball, einfach in Bewegung bleiben. Danach legen wir los mit Slalomübungen für die Ballkontrolle, aber auch, dass wir zu 100% warm sind. Hier kannst du verschiedene Varianten machen. Du siehst mal einige im Video, aber es gibt natürlich noch diverse andere. Wichtig ist, es sauber auszuführen, danach mit mehr Tempo ausführen und du könntest auch noch den Blick vom Ball lösen. Nachdem du dich 100% aufgewärmt hast, gehen wir in die Sprints. Die erste Übung sind Sprints mit Richtungswechsel, ca. 5 Meter nach vorne, 5 nach hinten und dann 10 Meter nach vorne. Das Ganze wiederholst du zweimal und zwischendrin 1,5 Minuten Pause. Danach machst du zwei Sprints, wo du aus der Drehung startest. Als Beispiel, wenn du in die Tiefe gehst, hier sind es ca. 15 Meter, die du machst und das Ganze wiederholst du zweimal, auch mit 1,5 Minuten Pause. Als letztes machen wir hier noch zweimal drei Sprünge für die Explosivität. Auch jeweils 90 Sekunden Pause dazwischen. Wichtiger Tipp hier, 100% geben, so weit wie möglich springen und sich richtig abstoßen. Jetzt kommen wir zur Übung Ball halten und Ball abschirmen. Hier ist es wichtig, wenn ein langer Ball kommt, dass du den Ball schnell verarbeiten kannst und dann probierst den Ball halten und abzuschirmen. Das ist eine Variante, wie du das Ganze alleine trainieren kannst. Danach geht es Richtung Tor. Als Stürmer möchten wir natürlich diese Tore schießen. Bei dieser Übung geht es um den ersten Kontakt aus der Luft und dann so schnell wie möglich abschließen, beidfüßig. Man kann hier auch ein bisschen variieren und unbedingt die Ecken suchen. Bei der zweiten Torschussübung bist du mit dem Rücken zum Tor, machst eine x-beliebige Finte und suchst so schnell wie möglich den Abschluss. Hier geht es darum, eiskalt zu sein, unberechenbar zu sein und auch wieder die Ecken zu suchen.
wichtig, ganz allgemein für Stürmer. Auch das Schieben lernen, einfach in die Ecken spielen ohne Hektik. Das empfehlen wir auch zusätzlich zu üben. 10, 15 Minuten rechter Fuß, linker Fuß, beide Ecken aus beliebigen oder verschiedenen Winkeln. Das war's mit der ganzen Trainingseinheit. Jetzt gilt es für dich, das selbstständig durchzuziehen und richtig an die Grenzen zu gehen. Wenn du aber ein geleitetes Training möchtest mit Personal Trainer, das nochmal deutlich effektiver ist, dann schau unten in der Videobeschreibung. Wir haben Standorte in der ganzen Deutschschweiz oder auch ein Trainingsprogramm, welches du selbstständig oder zusammen mit uns durchführen kannst. Ansonsten liken, abonnieren und unbedingt die Glocke aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Video.